jetzt aktuell hier auf Mahmar-Insel, so ist der Name dieser Insel. Und wir, also zumindest ich, versuche jetzt hier die Insel zu erkunden. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich kann euch kurz so einen kleinen View geben. Also das ist hier wirklich wunderschön. Hier wird es aber auch immer verlassener. Also hier sind ein paar rostige Dinge und dann geht es einfach nur straight in die Wüste. Ich habe nur eine Stunde Zeit, weil dann das Boot kommt und uns zum Tauchen bringt. Aber mal gucken, was mich jetzt hier erwarten wird. Und wie ihr hört, ist auch sehr windig und auch scheiße heiß. Wir haben gerade Osterferien, also es ist gerade die Osterzeit und es ist wirklich sehr, sehr heiß. 34 Grad haben wir aktuell. Und ja, mal gucken, was wir hier alles entdecken können und seid schon mal gespannt, was wir hier sehen werden. Alter, hier liegt richtig, richtig viel Müll. Also hier, umso weiter man wegläuft von dem touristischen Teil, wird sie immer vermüllter. Guck mal hier, eine Wodkaflasche. Keine Ahnung, hier ist Vergaser, ich kenne mich nicht aus. Irgendein Stück. Und hier auch hier unser erster Turm. Ich werde da jetzt nicht drauf gehen, weil die hier im Urlaub sind und wir wollen natürlich keinen Stress. Aber alter Schwede, hier sind Solarplatten. Gasflasche. Also spannend, spannend. Mal gucken, was jetzt dahinter hinterm Hügel ist. Alter, hier zurückgebliebene Solarplatte liegt einfach auf dem Boden. Heilige Scheiße, ist das hier windig. Mitten in der Wüste. Hier scheint jemand zu wohnen. Alter, ist das windig. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Ich versuche etwas lauter zu reden. Ich habe kein T-Shirt dabei. Ich hoffe, ich hole mir keinen. Scheiße windig. Ich habe hier noch eine kleine Tasche dabei. Wir werden jetzt einfach straight in die Wüste laufen und gucken, was wir ja entdecken können. Das scheint anscheinend noch hier zum touristischen Teil zu gehören. Hier werden wahrscheinlich Sachen oder so gelagert, vermute ich. Ja, aber es ist richtig heiß und windig, deswegen merkt man gar nicht, wenn man Sonnen oder Stich oder so bekommt. Und nochmal, die Insel heißt Mahmar-Insel oder Mahmaya-Insel. Wunderschön im touristischen Teil, aber hier im Teil, wo keiner hingeht, ist alles dreckig. Hier verbrannte Sachen, Teile, Holzteile. Wir werden uns immer weiter reinbegeben. So, wir sind mitten im Nirgendwo. Hier sind auch schon mal die ersten Pflanzen, die ich jetzt hier auf der ganzen Insel gesehen habe. Sonst waren alles nur so Fake-Palmen wie die da hinten. Da waren wir ja gerade. Das ist Beton und oben sind gefälschte, also falsche Blätter dran. Aber es sieht echt, echt schön aus, wenn man jetzt einfach so geradeaus guckt. Strahlend blauer Himmel, scheiße, starker Wind und einfach gutes Wetter. Da hinten ist das Meer. Ich habe auch übrigens Schnorchel und Taucherbrille dabei, wenn wir es in der Stunde schaffen, zum Meer zu kommen. Wenn nicht, gehen wir dann einfach nach einer Stunde, kommt das Boot und gehen dann mit dem Boot tauchen. Aber krass, wie viel Müll hier überall liegt. Also das ist, hier liegen Teller, ganz viele. Heilige Scheiße, ganz viele Teller liegen hier rum. Ach du Kacke. Teller über Teller, irgendwelche Abdeckungen, alles zugemüllt. Man sieht auch schon hier ein bisschen den Sand flimmern, weil es so, so, so heiß ist. Ich werde mich jetzt erstmal da zu dem großen Gebüsch begeben und danach werden wir über den Hügel gehen, um zu gucken, was da ist. Mich interessiert das, weil das ist halt so eine kleine Kuhle. Mal schauen, was da ist. So, das Dumme ist, wir sind auf einer Insel und ich habe leider meine Speicherkarte vergessen. Wir haben nur noch 10 Minuten Filmmaterial übrig. Das ist sehr doof. Ich musste jetzt schon viele Clips von den Korallen, die ich am Strand gefilmt habe, löschen. Was nicht so schlimm ist, weil ich versuche das dann nochmal zu filmen. Wir sind fast da, aber es ist wirklich richtig, richtig windig. Wenn wir dann hier über den Berg kommen, wird es wahrscheinlich noch windiger werden. Es ist richtig, richtig heiß. Ich habe leider keine Kappe dabei, aber ich bin gehypt. Also seid schon mal gespannt auf das nächste Video. Wenn es raus ist, seht ihr es dann einfach hier oben links. Dort werde ich euch es verlinken. Es ist richtig, richtig heiß, muss ich wirklich sagen. So, wir sind jetzt bei diesem Gebüsch angekommen und es ist wirklich in den ganzen Gebüschen fängt sich hier der Plastikmüll. Das ist eigentlich traurig zu sehen. Hätte ich jetzt eine große, große Tasche dabei, dann hätte ich das versucht mitzunehmen. Aber habe ich leider nicht dabei. Aber krass, wie viel Müll hier liegt. Da liegt auch eine Unterhose. Geisteskrank. Wenn ich hier bei den Berg gehen, da hinten könnt ihr das Meer sehen. Und diese ganzen Schiffe.
Also es ist wirklich, wirklich krass. Das ist ja auch alles Korallenboden, soweit ich weiß. Also da hinten war es zumindest, ob das jetzt hier noch zu Korallenboden zählt, weiß ich leider nicht. Das hat unser Guide uns jetzt nicht. Es ist echt krass, wie groß diese Insel ist. Die auf der anderen Seite ist hügeliger und viel bergiger, aber da kommen wir leider nicht hin. Auf jeden Fall, es geht hier so weit geradeaus, wie ihr sehen könnt. Links und rechts befindet sich Meer, kann man auch ein paar Yachten erkennen. Aber es ist echt krass. Ich versuche so weit zu kommen, wie es geht, ohne dann noch das Boot zu verpassen. Also wirklich krass. Würde ich genug Zeit haben, hätte ich jetzt versucht, da hinten zu dem Berg zu kommen. Das ist leider nicht möglich, weil halt ich nur eine Stunde Zeit habe. Ihr merkt auch, es ist scheiß windig, ich habe kein Trinken dabei. Es hat 34 Grad, die Sonne ballert, ich habe strahlend blauer Himmel. Wir sind schon weit gekommen, da hinten ist der Mast. Und wir versuchen einfach so weit zu kommen und versuchen irgendwelche Dinge zu entdecken, weil hier ist ja meistens nur Flachland. Da hinten sehe ich so kleine Klippen, vielleicht kann ich da ein paar Sprünge machen. Wir wollen uns natürlich nicht verletzen, weil wir sind dann halt hier wirklich ausgesetzt. Ich gebe aber mein Bestes, euch zu unterhalten. Also ich finde es ehrlich krass, wie sehr das Wasser die Malediven ändert. Also das ist wirklich Traumwasser. Es ist strahlend blau, der weiße Sand direkt am Wasser. Aber dann kommt... So, ich hatte gerade einen Fehler in der SD-Karte. Ich habe schon gerade Panik bekommen, weil die GoPro wollte, dass ich sie formatiere. Ich habe gesagt, dass es wirklich hier das Wasser und der Strand beim Wasser ähnelt einfach sehr krass den Malediven. Und was für ein Paradies das ist. Nur das Krasse hier ist halt dieser starke Wind und diese endlose Wüste, wenn man das so nennen kann. Wir sind jetzt schon ungefähr 2 Kilometer vom Hauptcamp entfernt, wenn ich das so sagen darf. Das sieht zwar nicht so aus, ich laufe aber jetzt schon seit 45 Minuten. Also ist echt krass. Ich bin teilweise auch gejoggt, dass ich euch noch so viel zeigen kann, wie es geht. Wir versuchen jetzt noch so weit nach hinten zu kommen, wie es geht. Und dann müssen wir leider umdrehen, sonst verpassen wir das Boot. Krass, was man hier auch in der Wüste alles findet. Einfach ein, ja, Knochen. Das könnte von einem Hase sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Beziehungsweise auch von anderen Tieren. Aber mir wird jetzt nur Hase einfallen, wenn das hier lebt. Weil ich schon ein paar gesehen habe. Den nehmen wir natürlich mit. Man denkt wirklich, die Berge sind extrem nah, was sie aber nicht sind. Das sind locker 20 Kilometer. Da hinten sind auch Riesen, in Anführungsstrichen, Wüstenfelder, wo Tiere sind. So sieht es zumindest aus. Oder das ist eine Fata Morgana, weil es flimmert extremst. Es ist auch extrem windig und heiß. Hier sind viele Boote im Wasser, aber hier ist weit und breit keine Menschenseele. Wir werden uns jetzt versuchen, dem Wasser zu nähern. Und wir werden schauen, was wir dort machen können. Um euch zu unterhalten natürlich. Wow, das sind mal ein paar Vögel. Da könnte das natürlich auch ein Vogelknochen gewesen sein. Ich glaube, die haben hier ihre Nester direkt am Meer. Alter, sind das viele. Das sieht aus wie in einem Film. Heilige Scheiße, wie die alle fliegen. Krass. Sieht ehrlich aus wie in einem Film. Oder wo? Von hinten kommt jetzt auch noch. Da sitzen noch viel mehr. Wie die direkt abhauen. Krass. Wir sind jetzt hier am Wasser angekommen. Mal gucken, was wir hier entdecken können. Sind das viele Vögel. Wir müssen jetzt, ach du Scheiße, liegt die für Müll. Wir müssen mal runterkommen hier. Anscheinend bin ich hier in deren Lager oder so.
Krass. Krass. Heilige Scheiße. Krass. Boah, ich habe eine heftige Entdeckung am Meer gemacht. Ein dicker Krebs. Sehr schnell. Krass. Und weg ist er. Krasse Sachen kann man hier entdecken. Es ist jetzt leider Zeit, schon umzukehren. Wir haben nur noch eine halbe Stunde zum Zurücklaufen. Wir laufen schon seit 45 Minuten. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, sonst nimmt das Boot mich wahrscheinlich nicht mehr mit. Und krass, wie hier die Vögel fliegen. Also das ist wirklich geisteskrank. Wir werden uns jetzt beeilen, zurückzukommen. Wie ihr seht, da ganz hinten muss ich hin. Und dann melde ich mich nochmal zum Tauchen. Kleine Zwischeninformation. Nicht wundern, ich habe das Tool auf, weil es erstens scheiß heiß ist. Umso später es wird, desto stärker wird auch die Sonne. Wir sind jetzt fertig mit dem Tauchen. Wir waren ungefähr eine Stunde im Wasser. Die GoPro hat ein bisschen Faxen gemacht. Obwohl sie 40% hatte, habe ich immer eine Fehlermeldung bekommen, dass es zu niedriger Akku ist. Und ich hatte leider keinen zweiten Akku mit auf dem Boot. Wir sind jetzt wieder zurück und jetzt haben wir 2 Stunden Zeit, die Wüste weiter zu erkunden. Ich habe das Tuch auf, weil es heiß ist, wie schon gesagt, und die Sonne richtig hart ballert. Wir versuchen so weit zu kommen wie möglich und schauen, was wir Neues entdecken können, was wir vorhin nicht entdeckt haben. Let's go! So, nach langem Laufen sind wir fast an den Punkt angekommen, wo wir das letzte Mal waren. Es gibt ein Problem, die Sonne ballert. Ich habe keine Sonnencreme, alles ist verbrannt. Mein Arm ist auch schon, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, komplett rot. Und vor allem die Sonne bei der Dusche gehen von links, bedeutet die linke Seite wird komplett gefickt. Deswegen, wir müssen gucken, wie weit wird es noch kommen. Ich will natürlich auch nicht das Schiff verpassen. Und ich versuche euch jetzt noch mit Content zu versorgen. Krass, sorry. Wir haben hier eine krasse Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, was es ist, auf jeden Fall ein Kanister. Und noch ein Kanister, das ist eigentlich schon wieder traurig und ein Schuh. Mal gucken, was wir noch jetzt finden können. Ich bin jetzt schon doppelt so weit wie das letzte Mal. Shoutout auch nochmal an Lenny, Kuss, du supportest immer. Er hat auch heute Geburtstag, deswegen hier ein kleiner Name in der Wüste. Schau mal da, was wir gefunden haben. Ein alter Kanister oder so. Komplett verrostet hier am Wasser. Echt krass. So, wir haben es auf den Kanister drauf geschafft. Mal gucken, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob man was erkennen kann, aber auch hier der ganze Strand ist verschmutzt.
Schau mal da, was wir hier gefunden haben. Mehrere Muscheln. Krass, die sind riesig. Aber die lassen wir natürlich hier, weil das gehört ja natürlich.